Bevor ich jetzt hier grundiere, habe ich schon gemerkt, der Boden, der ist schon uneben. Also wenn man viel Böden legt, das ist so, man merkt einfach vom Laufen her, Mensch, hier ist es einfach uneben. Und da merke ich schon, hier hinten zum Beispiel, in der Mitte ist ein Bogen und hier hinten, hier nochmal meine Rakel. Das ist jetzt eine mit, und dann wird es einfach abgerakelt, genau gerade halten und dann flutscht das. Und wieder ist es eine Küche, die ich hier pimpe. Das heißt, hier auf die keramischen Fliesen kommt ein neuer Vinylboden rein, also ein Designbelag, 2,0 mm, eine Planke von Vineo. Ich habe hier schon meine Grundierung, die SAP, extra für keramische und glatte Belege. Die probiere ich jetzt aus. Küche ist ausgebohrt worden. Ihr habt es ja im Vorfeld jetzt gesehen, wie die Küche aussieht. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie die Küche mit dem Boden. Und dann, wenn die Küche drin ist, komme ich auch noch mal her. Und dann schauen wir uns das mal gemeinsam an, wie das alles aussieht. Ich muss hier noch ein bisschen Sockel wegmachen, den Boden grundieren und heute spachteln am Nachmittag. Das alles an einem Tag, damit morgen hier der Boden gelegt werden kann. Viel Spaß bei diesem Video. Es geht los. Zum Beispiel, in der Mitte ist ein Bogen und hier hinten wird einfach die Masse weggehen. Also das heißt auf jeden Fall am Rand werde ich das mit Acryl ein bisschen ausspritzen, da hinten, dass das einfach nicht abhaut. Ne? Und dann passt das für mich. Hier vorne ist noch eine Edelstahlschiene, die bleibt drin, weil der Laminator ist, das wird abgeklebt, da wird sauber rangeschafft, da kommt dann wieder eine kleine Bar hin. Aber jetzt heißt es erstmal alles grundieren und alles ist sauber und dann einfach direkt mit dem Material drauf. Haben wir hier die SAP, eine spezielle Acryldispersion und auf jeden Fall unverdünnt das Ganze nehmen, auf jeden Fall aufrühren, damit sich alle Komponenten einfach noch mal schön vermischen und dann kann man loslegen. Ich benutze jetzt hier eine kurzflorige, ja. Das ist noch eine eingeschaffte, wo ich Türen lackiert habe. Das funktioniert wunderbar. Ich glaube, so wie ich das erkennen kann, ist hier auch so ein feiner Sand drin. Feines Sandkorn. Ich merke es auch an den Fingern. Ja, zeige euch. Ich denke, ihr könnt das erkennen. Diese feinen braunen Punkte, das ist der Quarzsand. Ganz feiner Quarzsand, der sich wahrscheinlich... Ja, es geht einfach wahrscheinlich um die höhere Verankerung auf der Oberfläche. Ja, das teste ich jetzt mal aus, ne? Liter Wasser sind jetzt hier in meinem Behälter. Hier ist die HS10. Alles einrühren. Hab schon die Ecken ausgefugt. Das Material, die Grundierung, die ist jetzt trocken. Nach 4 Stunden. Das passt und dann rühren wir einfach mal das Produkt an. Also ich merke schon, 5,5 Liter Wasser sind richtig. Kann man noch einen Schwupper dazugeben, denn es ist schon sehr dick, aber das soll auch so sein. Weil die brummt sofort an, ist nach 2 Stunden begehbar und nach 6 Stunden verlegereif. Also wunderbar. Ich lasse das jetzt kurz ziehen, rühre das dann nochmal auf und gebe für mich nochmal so ein kleines Schlückchen Wasser rein und rühre das nochmal um, damit es nochmal so ein bisschen sämiger wird. Und dann flutscht das. Eigentlich ganz einfach, jetzt dahergehen und dann immer schön das Material vor einem hinziehen, da wo man es haben möchte.
Das verläuft super. Boden ist jetzt fertig ausnivelliert und man kann es auch schön erkennen. Wunderbar der Verlauf mit dieser HS10, echt klasse. Ne? Also das Spachteln geht echt alles zügig. Das ganze Hochtragen gehört auch noch dazu. Aber gut, jetzt lassen wir das schön trocknen. Dann kann man das morgen schleifen, grundieren und Boden reinlegen. Jetzt habt ihr ja mich schon am Schleifen erwischt, sozusagen. Ich habe hier mal ein neues Gadget. Ja. Also es ist hier so ein kleines Wägelchen mit Schaumauflage. Der Blitzfuchs. Ich habe mich erst so ein bisschen gesträubt dagegen, aber ich muss sagen, doch hier absolut von Vorteil. Und auch wenn ich dann die Bahn einziehe, wirklich super und wirklich bequem der Schaum. Also tut den Knien gut. Der Boden ist super durchgetrocknet. Man sieht das Fugenbild, das ist aber klar, weil wir auf dieser Oberfläche zwei verschiedene Trocknungsprozesse haben. Einmal auf einer Keramik, einmal auf der Fuge, und somit haben wir ein verschiedenes Trocknungsbild. Das Grundieren mit der VD, 1A Eimer, Schönox VD, die habe ich jetzt hier halt im Eimer mal drin. Da grundiere ich jetzt die Fläche vor, einfach um Staub zu binden, um sicher zu gehen, dass auch der Kleber einfach hält. Ja. Es gibt Hersteller, da müsste man wahrscheinlich es nicht machen. Aber ich mache es so und grundiere die ganze Geschichte einfach ab. Ja. Einfach hier so ein Mickey-Mäuschen und dann einfach das Ganze ohne Pfützen aufzurollen. Ne? Weil eine Pfütze, die hier ist, wäre immer eine Trennschicht und die wollen wir vermeiden und deswegen tragen wir das eben schön auf, damit wir das eben hier schön verteilen. Oh, das geht echt gut hier mit dem Wägelchen. Gar nicht mal so schlecht. Muss ich mich noch dran gewöhnen, weil der Kerl hier ist flott unterwegs. So. Ja, und nicht wundern, ich mache das jetzt hier mit der kleinen Mäuschen. Ich habe ja Zeit und kann man auch mit der großen Walze machen, aber die lässt sich doch hier schneller auswaschen. Und das sind hier 9 Quadratmeter an der Fläche, das passt. Und jetzt grundiere ich das durch und dann muss ich euch unbedingt was erzählen. 3,89 Quadratmeter bekommen. 4,24 Quadratmeter bestellt. Und jetzt kommt es zu dem, was ich euch einfach mal mitteilen möchte, was so einfach schief laufen kann auf der Baustelle. Und zwar Material schon vorher bestellt, angeguckt, alles ausgemessen, sollte passen. Jetzt beim Verlegen festgestellt, dass einfach der falsche Boden geliefert wurde, sprich nur 3,89 Quadratmeter anstatt 4,24, was dann eine XL-Variante wäre, wo die Planke 23,5 cm breit ist, 1,50 m lang gekommen ist, 1,20 m lang, 18 cm breit. Folgendes Problem: Hersteller Vineo wollte erstmal ein Foto haben. Also Foto zum Außendienst geschickt, Foto Außendienst zum Farbtext, Farbtext Foto zu Vineo, zu der netten Dame, die das jetzt geprüft hat und die festgestellt hat, dass wir den 4,24 Quadratmeter Boden gar nicht im Handel haben, gar nicht lieferbar ist, gar nicht herstellen. Internetseite ist er aber zu finden. Komisch. Also heißt das jetzt am Mittwoch, denn am Montag kommt hier die Küche rein, bis um 11 bestellen, 3 neue Pakete, weil wir haben nur 2, weil es ja nicht reicht. Und praktisch damit, dass es eine neue Charge ist. Heute bestellen, dass es morgen kommt, dass ich morgen eventuell anfangen kann, beziehungsweise am Freitag definitiv hier den Boden verlegen kann. Sowas passiert und ja, ist Wahnsinn, gell? Aber es ist nicht so dramatisch, gibt schlimmere Sachen, aber da musst du halt echt immer gucken nach allen Kleinigkeiten und natürlich brauchst du auch jemanden auf der anderen Seite, der da auch mitdenkt, einfach Gas gibt und
einfach will, dass du dein Material pünktlich bekommst. Ne? Das war jetzt morgen ein bisschen tricky. 2 Stunden sind da jetzt vergangen. Jetzt kann ich hier leider nichts machen. Da warten wir mal ab, ob der neue Boden kommt. Ich bin gespannt. Am nächsten Morgen, Freitag, also sprich 2 Tage später, bin ich jetzt hier und habe jetzt auch mal ganz entspannt mit der Kundin hier eine Stunde Smalltalk gehalten, haben mal ein bisschen übers Leben geredet, weil wir beide Camper haben und das ja, verbindet und da erfährt man viel und ja, wenn man sich mit Menschen unterhält, das ist einfach klasse. Also mit was auch sonst, außer mit sich selber wahrscheinlich. Auf jeden Fall, ihr seht, der Boden ist da. Ich hatte gestern die 3 Blanken geholt. Die habe ich jetzt schon zum Kunden gestern gebracht gehabt, Nachmittag. Somit konnte sich der Boden abklimatisieren. Und jetzt habe ich alles ausgemessen. Sprich, meine Anfangskante, also meine Richtkante, ist vorne der alte oder der bestehende Laminatboden. Da immer meterweise mir einen Strich gemacht. Und somit komme ich jetzt hier hinten auf 70 cm Versatz zur Wand und da 68, habe aber hier eine Parallele zu dem Boden und habe dann vorne nicht einen 2 cm kleinen Keil, der vielleicht gar nicht auffallen würde, aber ich habe bewusst von da angefangen, damit das vorne schön ist und hinten kommt in die Küche hin, da ist es egal, ob der 2 cm verkeilt ist, wäre auch so egal, aber vorne will ich das nicht sehen. Deswegen hinten den Strich gemacht mit dem Durocoll-Kleber und einer A2-Spachtel, die ich jetzt auch gefunden hatte, sonst hatte ich es mit der B2 gemacht, das war auch mal ein bisschen Kleberaustritt gewesen bei mir. Die hatte ich auch gehabt, aber ich habe sie nicht mehr gefunden in dem ganzen Wirrwarr manchmal. Kleber jetzt aufgetragen, den lasse ich jetzt für 10 Minuten ablüften. Früher haben wir noch geraucht, da haben wir gesagt, komm, Zigarettenlänge, entspannend, Kleber auftragen und eben auch nur so viel Kleber auftragen, wie man Material eben verarbeiten kann an Belag. Dazu brauchen wir noch ein Delfin-Messer. Dann eine kleine Rolle für die Ecken und hier meine Rolle, das mache ich von Hand. Es gibt ja auch die größeren Rollen mit Gewicht, 40, 30 Kilo, aber hier wird mit eigenem Körpergewicht gedrückt, weil ich nur eben diese Designbelege verlege zum Klicken. Im Klebebett reicht das für mich völlig aus, auch von der Fläche her. Ansonsten halt diese großen Rollen, die hat man früher gehabt für Linoleum und Gummi und PVC und alles. Dafür sind die super. Ja, ablüften lassen. Und dann legen wir das Ganze mal ein. Jetzt habe ich hier schon den Boden reingelegt. Jetzt rolle ich den einfach mal an mit euch. Und da kann man auch schon leicht drauflaufen auf der Fläche. Muss dann aber aufpassen, dass es sich nicht verschiebt. Ich gehe dann immer noch mal her im Anschluss. Nehme ich noch mal hin, prüfe das alles, nehme hier meinen Lappen, das ist so meine Allzweckwaffe, die habe ich immer dabei und dann einfach noch mal schauen, dass die Planken alle richtig Stoß an Stoß sind und dann einfach den überschüssigen Kleber wegnehmen. Und jetzt werde ich mir, hier habe ich jetzt 4 Bahnen gemacht, das messe ich jetzt aus, 18, 18, 18, 18. Na, was haben wir denn da? 72 cm Strich. Mache ich mir dabei 72 cm und dann, oder ich mache 3, sonst komme ich zu weit weg. Werden wir sehen, was ich mache. Machen wir jetzt zusammen, ich räume alles weg, Kamera ordentlich hinstellen und dann kleben wir mal die eine Reihe zusammen rein. Also, bewusst 3 Bahnen jetzt genommen, damit ich auch hier vorne einfach meine Sicht habe von der bestehenden Planke, damit ich da auch ordentlich dagegen komme. Dann unseren Kleber nehmen. Den mache ich mir hier raus und dann mache ich jetzt hier was drauf. Gibt es natürlich auch größere Eimer, aber wenn man eben weniger Böden verlegt und nicht das tagtäglich macht, dann kommst du halt mit den 3 Kilo Eimern immer besser, weil der Kleber dann nicht irgendwann hart wird. Ja? Dann nehmen wir unsere A2-Spachtel und dann zahnen wir das einfach auf. Und dann gehen wir her beim bestehenden Boden und zahnen einfach mal an der Kante entlang ab. Überschüssigen Kleber können wir dann wieder wegnehmen. Und das Ganze eben schön auftragen und dann kann das ablüften für
10 bis 15 Minuten. Das Ablüften merkt ihr, indem ihr dann nochmal mit dem Finger kurz drauf gebt und merkt, ob der Kleber weich ist oder fester wird. Und somit könnt ihr dann einfach loslegen. Und wie gesagt, nach dieser Zigarettenpause wer raucht, der kann das dann gern machen. Ich trage das jetzt hier auf und dann kommen wir gleich zum Designbodenbelag einlegen. Kleber ist abgelüftet, jetzt geht's los und seid dabei. Ich habe mir jetzt hier ein Anfangsstück oder ein Ende genommen wieder. Da muss man halt aufpassen beim Schneiden oder wenn man das zugeschnitten hat, denn beide Kanten sind identisch. Man kann es aber dann hinten sehen, welche die Originalkante ist und welche die geschnitten ist. Ja. Und da fange ich jetzt einfach an und gehe hierher und nehme das nicht, denn ich will ein bisschen größeren Versatz haben. Machen ja hier einen wilden Verband, aber ich will ein bisschen mehr Action drin haben und nicht so kleine Abschnitte. Also hier diesen kleinen kurzen Versatz, das gefällt mir immer nicht, weil alles was größer ist, macht dann auch in der Küche die Fläche ein bisschen optisch größer. Also einfach hergehen, dann runterschieben und andrücken. Und dann hier in der Ecke ein bisschen wegbleiben, denn am Rand fugen wir alles ja nochmal mit Silikon aus. Einfach in dem Zuge, falls mal Wasser dahinter kommt, dass das Wasser nicht unter den Belag kommen kann, falls mal ein Wasserschaden ist, der nicht zu groß ist, damit das Wasser aufgefangen wird und nicht unten am Rand runterlaufen kann und dass der Boden eben nicht am Rand hochkommt. Wenn zu viel Wasser natürlich ist, dann hebt sich natürlich auch der Boden in der Mitte, ganz klar. Dann einfach hergehen, wenn wir jetzt die große neue Planke nehmen, dann schieben wir die Planke auf der kurzen Distanz einfach hier drauf und dann einfach hier am Ding entlang schauen, ob das passt alles. Und es passt wie angegossen. Wirklich klasse. Ja, also das sieht mal richtig schau aus. Und dann gehe ich her, wenn ich am Rand bin zum Schneiden, dann werde ich einfach da schauen, dass ich da bei dem alten Belag bin. Kann mir da jetzt hier einen Behelfsstrich machen und dann nehme ich meinen alten Abschnitt, lege den einfach hier drauf, dann kann ich einen Strich ziehen oder schneide das einfach gleich mit dem Messer ab, muss ich aber die Kante wechseln, ja, das war die Seite, die ist gerade und dann schneide ich einfach gleich hier ab. Oder schneid es ein, besser gesagt, ritzt das ein, dann breche ich das und ihr seht, ich habe meine Kante. Da aber dann wieder darauf achten, dass ich weiß, die Kante, die ich geschnitten habe, kommt nach da und nicht nach da. So, und dann einfach hergehen, bisschen hier leicht drüber schieben, locker einlegen. Oh, das geht alles super. Und schon ist die erste Bahn drin. Die rolle ich von Hand schon mal an. Dann kontrolliere ich alles nach, schiebe alles nochmal bei, weil sich ja alles nochmal ein bisschen verschiebt durch den Kleber, der ja nicht sofort anbrummt, das Ganze. Und dann einfach sich aussuchen, wie man das jetzt hier verlegen, das passt. Also ich nehme jetzt hier die große Planke, dann habe ich hier einen schönen Versatz und habe auch hier den Versatz zu dem vorne. Und da fange ich jetzt hier einfach an und nehme auch ein großes Stück und lege das jetzt hier rein. Da am Rand wieder wegbleiben. Wunderbar. Und dann hier wieder zack. Da muss ich jetzt mal schauen, wo ich hier meinen Bleistift habe. Der ist hier. So, dann lassen wir den hier liegen. Und dann nehmen wir unten den Belag weg, dass wir da nicht einschneiden, dass wir praktisch keinen Ritz oben auf dem neuen Belag haben, den wir noch verlegen wollen. Mit die Finger ein bisschen aufpassen wegen Abrutschen. Ihr müsst auch gar nicht so doll drücken mit dem Delfin-Messer, denn denkt dran, das ist sehr scharf. Das geht easy peasy. Und dann hier nochmal auf der Ecke anfangen. Zack, nächste Boden. Das sitzt einwandfrei. Dann nehme ich mir hier auf jeden Fall jetzt hier das lange Stück, da ist es geschnitten, fange das jetzt hier an, zack,
Ja, und ihr seht, genau am Bleistiftstrich ist das super. Perfekto, würde ich sagen. Na? Und ich finde es auch immer gut, wenn man ein bisschen überlegt beim Verlegen. Wir haben ja hier auch eine 60er Schranktiefe, dass wir hier vorne nicht gleich diese Kante haben, sondern ein bisschen weiter drin im Raum. Ne? Weil wenn hier die Abdeckung drunter kommt von diesem Schrank, dann ist hier vorne vielleicht gleich der Versatz. Ja, finde ich jetzt nicht so optimal, ja, wenn man da ja immer steht mit den Füßen und auch wegen der Feuchtigkeit, falls noch was runterkommt, dann ist es doch schöner, wenn der Versatz weiter hinten ist einfach. Ne? Mein Empfinden, ne? Gerade bei Fliesen und so, da bin ich immer so, dass man da vielleicht doch mal schaut, was denn schlussendlich am Möbeljahr hinkommt. So, dann sind wir hier auf der hinteren Seite. Da kann ich jetzt hier diese Planke nehmen, die ich vorher schon zum Anzeichnen hatte. Ja, das passt. So, jetzt haben wir hier das Stück, das legen wir drauf. Jawohl. Zack, notfalls mit einem Winkel, das geht wunderbar. Aber auch so geht das, ja. Hier geht es jetzt mal nicht gut ab, dann einfach hergehen und dann einfach von unten leicht anritzen. Die Seite nehmen, hier, da einlegen und fertig. Echt tipptopp. Und dann kontrolliere ich hier die Stöße und schiebe das alles noch mal ein bisschen hin. Und das passt. Und dann muss ich schnell meinen Lappen holen, Kleberaustritt wegmachen. Nehme ich hier den Kleber weg, der ein bisschen drüber kommt. So, dann nehme ich meine Rolle und presse das Ganze oder rolle das Ganze an und bleibe da ein bisschen weg, weil ich will es nicht verschieben mit meinem Gewicht. Man hört es auch, der Kleber, der wird sich so ein bisschen ranpressen. Wunderbar. Und auch nochmal über den ersten Belag drüber fahren, dass alle Luftblasen draußen sind. So. Und wenn wir das gemacht haben, gehen wir wieder her. Ich wische da halt einfach nochmal drüber, weil dann sehe ich auch durch das Wischen, ja, da ist so ein bisschen schwarz. Dann schiebe ich es einfach nochmal ein bisschen ran, dass das wirklich wie Arsch auf Eimer passt. Gell? So richtig schön optimal verlegt. Denn nichts ist schlimmer, ihr kennt das vielleicht, heller Ahornboden und hier ist das nicht richtig passend. Dann kommt irgendwann der Kleberaustritt und dann wird das alles schwarz. Alles schon gesehen, nicht bei mir, denn sowas gibt es bei mir nicht. Aber das sollte man beachten, dass die Anpassungen längst wie kurz richtig gut passen. Und deswegen machen wir das in Ruhe und schauen nochmal. Denn hier in dem Bereich wird ja schon viel sich bewegt in der Küche. So, und dann lassen wir das alles hier schön trocknen und gehen dann nochmal die kurzen Stöße durch und walzen die nochmal an. Und dann einfach hier mit meinem Mikrofaser Allzweckwaffenlappen, der ist dafür optimal geeignet. Den kann man ja auch wieder in die Waschmaschine schmeißen, dann ist der auch sauber. Und für die Baustelle reicht das. Zack. Das sieht gut aus. Kann man nämlich nochmal kontrollieren, wie das ausschaut. Ja, und dann wieder 54 cm, 18, 18, 18, 36, 54, wieder drei Bahnen. Das reicht völlig aus. Und somit mache ich das jetzt bis ganz vor. Und wenn ich dann vorne bin, sehen wir uns gleich wieder.
Der Boden ist in der Küche drin, komplett bis vor zum Rand. Das habe ich euch ja jetzt gerade eben abgefilmt, das Ganze. Und ich habe hier auch schon die erste Sockelleiste. Die kommt jetzt hier bei dem Erker hin. Und da hinten wird nur ausgefugt, gerade wegen dem Wasser, weil da kommen ja die ganzen Möbel hin. Hier mache ich noch die Sockelleisten hin. Vorne noch schön abkleben an der Schiene zum Laminat mit Silikon ausfugen. Das Ganze jetzt bildlich festgehalten. Und dann sehen wir uns gleich. Also jetzt alles abgefilmt hier, die Küche ist fertig, es schallt auch. Ich sage jetzt einfach mal, wir sehen uns in 2 Tagen, weil, nee, Quatsch, Mittwoch. Heute, am Mittwoch vielleicht, komme ich nochmal her, heute ist Freitag, habe die Küche also reinbekommen. Und jetzt ist so meine Idee, ich hatte das ja vorher abgefilmt und jetzt schaue ich einfach nochmal hier am Mittwoch vorbei, wenn die Küche eingebaut wird und dann sehen wir mal, wie das Ganze aussieht. Also, bis gleich. Und wenn wir uns nicht sehen, dann sage ich einfach vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bilder reiche ich nach. Die Küche ist jetzt hier eingebaut und schaut euch mal den tollen Boden in der Kombination mit der Küche an. Ich finde es mega, ich bin total begeistert. Ich wusste auch gar nicht vorher, wie die Küche eigentlich ausschaut, aber das kann sich wirklich hier sehen lassen mit integrierter Beleuchtung. Ich finde es klasse. Ich filme das Ganze jetzt nochmal ab. Und dann sehen wir uns gleich. In der Küche jetzt angekommen und auch hier ist die Küchentasse, die Kaffeetasse angekommen. Den Damian wird es freuen, die hat er entworfen und die hat jetzt auch hier bei der Kundin Platz gefunden. Und somit sind wir am Ende dieses Videos angekommen und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt, denn ihr habt ja jetzt es jetzt gesehen, wie die Küche vorher aussah und ich bin absolut begeistert. Ich finde es klasse und toll und somit ja, sind wir einfach fertig. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Denkt dran, die anderen Videos anschauen und den Kanal hier abonnieren und die Glocke nicht vergessen. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal, euer Malermeister André Klinger. Und denkt dran, immer gute Laune, egal was ist. Und wir sehen und hören uns beim nächsten Video. Ciao.